They call me Countess Missy, but I can't imagine why. Well, my name is really Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicolai. We can tell me wealthy why, that you all treat people dry. For this rather they Countess Missy. Ja, wir sind Ihnen natürlich sehr dankbar, Frau Massari, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen hier im Jahre 1965 in Beverly Hills unter Palmen in einem schönen, bequemen Haus führen können. Und das Erstaunlichste an dieser Begegnung, die nun für das Fernsehen festgehalten wird, ist der Zeitraum, der überbrückt werden muss, um dieses wunderbare Leben der Fritzi Massari ganz zu erfassen. Am Anfang steht Wien, ganz frühe Erinnerungen an Wien, und ich glaube, Sie möchten ein bisschen jetzt über Wien sprechen, über Ihre Kindheit, über die Schule. Soweit ich mich erinnern kann, ist ziemlich lange her, war ich eine sehr schlechte Schülerin. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich nur eine Sehnsucht, Theater. Ja, aber diese Sehnsucht war, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Vaters. Nein, mein Vater war sehr dagegen. Er fand, dass ich konnte gar nicht verstehen, wieso und warum ich die Sehnsucht hatte, zur Bühne zu gehen. Aber Sie hatten eine wichtige Verbündete. Das war meine Mutter, die sehr musikalisch war. Und sonst kann ich mich weit und breit nicht erinnern oder dass mir erzählt wurde, dass irgendjemand in meiner Familie begabt war über den Durchschnitt. Ja. Also aber, Wiener im Allgemeinen sind musikalisch, nicht wahr? Also jeder konnte Walzer tanzen, ja. Und die meisten konnten auch ein bisschen Klavier spielen. Haben Sie denn damals schon Gesangsunterricht genommen? Ich habe nie Gesangsunterricht genommen. Erst in Berlin, wie ich mag das Wort Star nicht, aber wie man sagte, dass ich ein Star war, da habe ich angefangen, singen zu lernen. Erst später? Ganz spät. Ich glaube, ich war 1908 oder 9 und dann noch später, sogar bis zum letzten. Ich kann mich erinnern, dass ich Gesangsstunden genommen habe, noch wie eine Frau, die weiß, was sie will, gesungen habe. Ja, aber jetzt haben wir ein paar Jahre, mehrere Jahre übersprungen, Frau Massari, denn Sie sind ja zunächst mal in Moskau gewesen. Danach ich habe mein fragen. Erstes Auftreten war in Moskau mit einer österreichischen Truppe. Mhm. Und zwar waren wir in Moskau, in Kiew, in Odessa und in Petersburg. War das 1898? Ja, mein Gott, Sie fragen mich das so mehr nicht so viele Jahre zurück. Aber ich weiß nur, was ich mich erinnern kann, dass an die Städte kann ich mich nicht mehr erinnern. Kann mich erinnern, dass man Hermelin und Schindler und Zobel getragen hat und Nerz nur als Fußdecken in Troikas und als Fußsäcke getragen hat. Also das mir war also Nerz war also das war nichts. Währenddem es doch jetzt also eigentlich der Höhepunkt des Reichtums ist. Das kann ich mich erinnern. Und dann war ein Star, der hieß Betty Stojan. Und die bekam also so viel Schmuck geschenkt und große Schmuckstücke. Und da hatte sie für jedes große Schmuckstück eine Taufe gegeben. Mhm. Mit Champagner und Kaviar, was natürlich für uns junge Mädchen großartig eine Sensation war. Ich habe nicht gewusst, was Kaviar ist oder wie man ihn isst. Ja. Also das habe ich damals schon gelernt, ja. Immerhin. Also das war 1898. Wenn Sie sagen, ich war 16 Jahre alt und heute bin ich 83, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr ausrechnen. Es war 18... Das überlasse ich also Ihnen. Es war 1898. Also gut, wenn Sie sagen, wird es wohl stimmen. Dann kam Hamburg. Dann kam ich zurück nach Wien und wurde durch einen Agenten nach Hamburg geschickt. Ja. Und da hatte ich einen Misserfolg und wurde gekündigt. Aha, warum? In Hamburg habe ich ein Couplet gesungen und da schrieb ein Kritiker, dass ich also nicht einmal ein Couplet singen kann. Aha. Und so bekam ich, was man damals nannte, den blauen Brief. Mhm. Das hieß die Kündigung. Wie war Ihnen da zumute? Sie waren scheußlich war mir zumute, weil ich arm war und kein Geld hatte und mich nicht nach Hause traute. Mhm. Aber ich bin dann doch, als weiß ich nicht mehr, wie ich nach Hause kam, dritter Klasse irgendwie. Mhm. Ich habe es geschafft und dann wurde ich nach Linz engagiert. Ja. Und da war Ihnen ein ähnliches Missgeschick. Da war mir das noch ärger, weil da ließ mich der Direktor kommen, der zuzelte ein bisschen, das muss ich also im Dialekt erzählen, und sagte, ich werde aber sagen, Sie sahen nichts für die Provinz. Haben Sie mich verstanden? Ja. Und Sie waren für die Provinz ungeeignet. Ungeeignet. Da hat er übrigens recht gehabt. Ja, jedenfalls.